meine lieben Thermomix-Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen in meiner Küche. Heute gibt es Currywurstsoße. Ich habe die neue Rezeptwelt bekommen und in der Rezeptwelt ist eine Currywurstsoße drin, die nennt sich Ruhrpott. Currywurstsoße Ruhrpott. Ist ja wohl schon mal irgendwie ein geiler Titel. Wir kennen ja die Soße von der Sansibar und dann gibt es ja noch diese vom Frittentempel, die habe ich auch schon gemacht. Die fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Und ja, jetzt testen wir die Ruhrpott-Soße. Was ich richtig geil fand an diesem Rezept, als ich mir es durchgelesen habe, für mich jetzt, dass ich alle Zutaten wirklich da hatte und nicht extra los musste. So, wir starten. Und zwar Tomatenmark. Das habe ich euch hier auch schon abgewogen. Das sind 100 Gramm Tomatenmark. Kommen rein hier in unser Mixi. So. Ich sollte ihn vielleicht auch anrufen. Ist ja da was drin? Das geht ja gar nicht hier. So. Ich mache ihn nochmal an, was ich schon getan habe. Das war wunderbar. Das ist ja alles hier ein Selbstgänger. Dann brauchen wir Orangensaft. 50 Gramm. Ich muss mal gucken. Oh, das ist echt schwer hier. Da kommt ein klein noch. Und wir brauchen Gewürze. Ich habe hier 2 Teelöffel Paprikapulver, Rosenscharf, wie ist das Rosenscharf? Rosenscharf. Und hier 6 Teelöffel, die habe ich gestrichen, Curry Mild. Die geben wir jetzt auch hinein. Dann verschließen wir unseren Mixer. Und das Ganze wird jetzt 2 Minuten, 100 Grad Stufe 1 gekocht. Dann sehen wir uns in 2 Minuten wieder zu Gang Nummer 2. Die 2 Minuten sind um. Wir schauen mal nach. Ich muss mal alles verkehrt rum machen. Ich weiß nicht, ihr könnt auch mal bitte kommentieren. Wie ist das jetzt für euch zum Gucken? Für mich persönlich ist es jetzt natürlich mega schwer. Und es ist auch ein großer Akt, weil ich immer die komplette Küche umstelle. Braucht ihr das so? Oder ist die alte Einstellung eigentlich auch korrekt? Ich muss mal gucken, ob ich mich da überhaupt dran gewöhnen kann. So, jetzt ist das wieder uiuiui, richtig eingekocht. Hier ist der Spatel. Ja. Das ist jetzt echt eine Pampe. Okay, so. Jetzt kommen die weiteren Zutaten. Diese sind wie folgt. Apfelmus, das hatte ich auch da. Einmal die Waage wieder drücken. Apfelmus benötigen wir 350 Gramm. Oh, das hat ein bisschen mehr gemacht, aber ist nicht schlimm. Kann ich mir auch geil vorstellen, diese Süße, die hier vom Apfelmus gleich in der Soße. Ah, super, super. Dann brauchen wir Wasser. Wasser brauchen wir 100. Ah, ja. Mensch, was ist denn los? Überall gebe ich heute ein bisschen wieder rein. So, das war das Wasser. Dann brauchen wir passierte Tomaten. Die habe ich schon hier. 500 Gramm kommen rein. Dann benötigen wir 1 Teelöffel, hier steht drin, Fleischbrühe, ein Würfel. Ich habe ja immer meine selbstgemachte Paste, schaut mal in das Video, weil die brauche ich wirklich fast bei allem. Die kommt jetzt hier rein. Das ist ein guter Teelöffel gewesen, ihr wisst ja, ich kann das nicht ab, wenn das so lasch ist. Ne? Also ich möchte hier schon ein bisschen Pep drin haben. So. Und dann steht hier, dass man Salz und Pfeffer zugeben soll. 1 Teelöffel Salz und 1/2 Teelöffel Pfeffer. Das mache ich ja immer frei Schnauze. Das ist Pfeffer. Und nachwürzen mit Salz und Pfeffer kann man immer. Und Salz. Und da haben wir schon wieder die Abfahrt. Dann haben wir alles schön sauber. Perfekt. Jetzt kommt das Ganze. 15 Minuten, 100 Grad. Und Stufe 2 bitte, wenn ihr den Deckel richtig verschlossen habt. Geht doch. So, jetzt sind die 15 Minuten um. Jetzt schauen wir mal nach, was sich hier so getan hat. Es riecht auf jeden Fall nach Currywurstsoße. Deckel.
Das sieht gut aus. Essenz ist gut. Guck mal, Konsistenz. Ups, ist eigentlich nicht schlecht. Moment, ich habe mir noch kein Urteil gebildet. Ganz leicht süßlich. Curry kommt gut durch. Muss es ja auch bei einer Currywurstsoße. Hätte gedacht, dass es sogar noch süßer ist. Nee, ist okay. Lecker. So. Meine Bratwürste sind jetzt noch im Ofen. Jetzt werde ich das gleich schön warm über die Bratwürste kippen und genießen. Ich mache euch natürlich noch ein Foto und ich schreibe euch auch drunter, wie es mir geschmeckt hat. Das Rezept habe ich aus der Rezeptwelt, aus der neuen Finessen. Und zwar ist das ja die erste aus 2014. Ja. Und ich möchte noch mal was sagen. Ich habe da wieder im Forum bei Facebook was gesehen. Da haben ja viele gesagt, die jetzt die Rezeptwelt bekommen haben, dass sie doch ein bisschen enttäuscht sind, dass sie da gar nichts drin geflasht hat. Und ob man überhaupt empfehlen kann, ein Abo zu machen. Ich bin keine Thermomix-Beraterin und ich sage euch, ich kann es euch empfehlen. Natürlich können die nicht immer jedermanns Geschmack treffen. Aber trotzdem finde ich prinzipiell Minimum 3 Gerichte, die wirklich hammermäßig sind. Jetzt hier gerade in dem neuen Heft sind ja auf den ersten, ich glaube 2 oder 3 Seiten, indische Gerichte auf den ersten 2 Seiten. Und mit diesen indischen Gerichten habe ich es ja überhaupt nicht. Das ist natürlich, das fällt für mich weg und das packe ich auch gleich an die Seite. Aber jetzt zum Beispiel diese Currywurstsoße finde ich nicht schlecht. Und ich habe da auch wieder 2, 3 Desserts, wo ich mich schon mega drauf freue. Die mache ich nämlich morgen für euch und werde die dann hier nach und nach vorstellen. Also ich denke, die 16 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass man die wirklich gut angelegt hat. Ich kann es euch nur empfehlen. So, das war sozusagen das Wort zum Sonntag. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte denkt dran, postet mir drunter, was ihr jetzt von dieser Kameraeinstellung haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.